Also wir sind heute Morgen in den frühen Morgenstunden darüber informiert worden, dass es im Bereich der Ruhrstraße zu einer möglichen Bedrohungslage gekommen ist. Im Moment ist die Lage so, dass wir von einer statischen Lage sprechen. Also es geht von einem Wohngebäude aus. Wir sind in Verhandlungen mit der Person, um die es geht. Zu möglichen Opfern können wir im Moment noch keine Angaben machen. Wie gesagt, dafür dauert die Lage halt eben noch an. Wichtig ist uns halt eben, den Gerüchten entgegenzutreten, dass es sich hier um eine Amoklage handelt im Bereich des FOC. Das können wir definitiv verneinen. Nochmal der Hinweis, es ist eine statische Lage und es bestehen im Moment auch keine Gefahren für irgendwelche unbeteiligten Personen. Da kann ich im Moment gar keine Angabe zu machen, wie viele Einsatzkräfte hier am Start sind. Es sind einige, wir haben Spezialkräfte da, wir haben eine Absperrung, aber zur genauen Anzahl kann ich im Moment keine Angaben machen. Zu einer möglichen Bewaffnung kann ich auch noch keine Angaben machen. Wie gesagt, wir stehen in Verhandlungen mit der Person. Ob diese bewaffnet ist, dazu kann ich im Moment noch nichts sagen. In der Meldung stand irgendwas psychisch, also ist schon mehr bekannt über die. Da ist auch noch nichts mehr bekannt. Also, jetzt können wir nicht ausschließen. Und wie es zu diesem Zustand gekommen ist, da müssen wir halt mit der Person auch erstmal, sag ich mal, Auge in Auge in Kontakt treten. Geht ihr davon aus, dass er alleine im Haus ist, oder? Davon gehen wir im Moment aus. Das ist zumindest mal keine aktuellen Gefahren mehr für andere Personen bestehen, aber wie gesagt, das ist alles noch offen und dazu müsste mal entsprechend die Person erstmal habhaft werden.